Tja, Shalom und herzlich willkommen, meine lieben Geschwister, zu einem neuen Video. Ich will gar nicht so lange machen, möchte ein paar Takte zu diesem Video sagen, das ich vor kurzem hochgeladen habe. Dieses Video, wo es um Corona-Tests und Parasiten geht. Meine lieben Geschwister, ich habe dieses Video hochgeladen, nicht um Panik zu verbreiten, sondern ich selbst muss zugeben, dass ich schon ein bisschen Angst hatte. Ja, ich habe diese Videos zugeschickt bekommen. Und war erstmal total schockiert darüber, was ich dort gesehen habe, weil ich auch schon 2 oder 3 Tests machen musste, als ich im Krankenhaus lag. Ich bin am Ende des Tages auch nur ein Mensch, ja, und mache mir, wie gesagt, auch meine Gedanken um das, was hier gerade los ist, um das, was hier gerade um uns herum passiert, ne? Und ich habe natürlich auch Verantwortung, die ich trage. Ich habe eine Familie, ich habe eine Ehefrau, ich habe eine Tochter. Das sind alles Dinge, da macht man sich halt Gedanken um das, was hier gerade los ist. An dieser Stelle möchte ich auch einmal sagen zu den Geschwistern, die dann immer so mir so Nachrichten schreiben oder Kommentare schreiben. Ja, sowas, wenn man wirklich an Jesus glaubt, dann hat man keine Angst und so weiter und so fort. Wisst ihr, meine Lieben, also ich kann euch eins sagen, ich schäme mich nicht. Ich schäme mich überhaupt nicht, hier zu sitzen und zu sagen, dass mir nicht wohl ist bei dieser ganzen Geschichte, die hier gerade passiert. Ich schäme mich nicht, hier zu sitzen und zu sagen, dass ich mich ja um meine Familie sorge, ja, dass ich mir Sorgen mache. Ich schäme mich auch nicht, hier zu sagen, dass es doch Momente zwischendurch gibt, wo mich die Angst einfach packt. Und ich spreche jetzt nicht zu den Christen, die immer den Mund so voll nehmen. Ihr solltet auch eine Sache bedenken, ja, und zwar diese. Je voller wir unseren Mund nehmen, umso härter werden wir auch hinterher auf die Probe gestellt in unserem Glauben von dem Herrn Jesus Christus. Also jeder denke darüber nach, sorgfältig darüber nach, was er so von sich gibt. Ich gehe lieber zum Herrn Jesus und sage, Herr, ich fürchte mich, mach etwas, bitte, sprich zu mir, tröste mich, drück mich. Ja, und so fahre ich mit dem Herrn Jesus eigentlich ganz gut. Wie gesagt, ich wollte mit diesem Video keine Panik verbreiten oder irgendwelche Klicks bekommen, denn ich bin ja in diesem Video nicht mal zu sehen, mir geht es gar nicht um diese Sachen, sondern mir ging es einfach darum, was andere Geschwister denken. Nicht, was die Welt denkt auf YouTube, die weltlichen Menschen, sondern was denken die Geschwister, ihre Meinung dazu. Vielleicht haben ja auch welche schon diese Tests selber unter die Lupe genommen und so weiter und so fort. Manche haben dann Videos gepostet von diesem Gerichtsmediziner, der überall tätowiert ist, ja, Mark Bennett. Benenek oder wie der heißt, ja. Und dazu möchte ich einmal sagen, meine Lieben, das ist ein TV-Star von Anfang an. Ja, immer im Fernsehen mit so und solchen Leuten schenke ich am wenigsten Aufmerksamkeit in solchen Zeiten wie heute, ja. Aber es soll jetzt ja nicht um die Welt gehen, um Wissenschaftler und tralala, sondern es soll heute um den Herrn Jesus gehen, meine lieben Geschwister. Normalerweise schaue ich keinen Fern, ja. Wir haben einen Fernseher daheim hängen, vielleicht in manchen Videos von mir mal zwischendurch zu sehen, aber wir schauen damit kein Fernsehprogramm oder so, wir schauen damit zwischendurch mal YouTube. Ich gucke kein Fernsehen, ich lese keine Bildzeitung, ich gucke keine Nachricht und so weiter und so fort. Würden mir nicht Geschwister jedes Mal solche Nachrichten schicken, wer alles gestorben ist in dieser Welt von irgendwelchen Stars? Meine Lieben, ich wüsste nicht, dass Sean Connery tot ist. Ich wüsste nicht, dass Maradona gestorben ist. Ich wüsste gar nichts. Und so weiß ich auch gar nicht, was aktuell Stand der Dinge ist, was gerade das Thema Corona angeht. Es ist wirklich immer so, dass dann Geschwister mir irgendwelche Sachen zuschicken. Ich will diese Geschwister jetzt auch gar nicht hier an dieser Stelle verurteilen. Ich möchte hier nur einfach mal an dieser Stelle sagen, ich halte mich komplett fern von dieser Welt und habe dann deshalb eigentlich auch keine Sorgen, ja, weil ich mich damit gar nicht beschäftige. Aber die Sorgen sind gekommen mit den Videos, die ich geschickt bekommen habe, generell, was jetzt Medien betrifft und so weiter und so fort. Und das Ganze hat dann Angst mit sich gezogen, Dunkelheit. Und auf einmal sitzt du da und hast das Kreuz vollkommen aus den Augen verloren und bist dann mit deinen Augen bei Spiegel TV, bei Stern TV, bei, keine Ahnung, bei Angela Merkel, bei was da noch so alles gibt, bei Corona und Tests und Impfung und so weiter und so fort. Und auf einmal hast du den Fokus verloren. Füllst dein Herz mit Dingen, die unbiblisch sind. Jesus selbst sagt, der Mund spricht das, wovon das Herz mit voll ist. Und ich habe gemerkt, ich war so voller Angst, meine lieben Geschwister,
Also dieses Video, das ich hochgeladen hatte, das war mehr aus der Angst heraus, ja, Unsicherheit und so weiter und so fort. Natürlich sollen wir die Finsternis aufdecken. Ja, und wenn das wirklich wahr ist mit diesen Parasiten und so weiter, dann habe ich auch gar kein Problem damit, dieses Video hochzuladen. Und dass jeder sich da selbst dann seine Gedanken zu machen soll, finde ich jetzt auch nicht schlimm, so gesehen, ja. Würde ich es schlimm finden, hätte ich das Video schon wieder runtergenommen. Aber ich finde das ganz gut, dass sich Menschen darunter austauschen können. Aber das ging so schnell, diese Aufrufe und Kommentare dazu, da hatte ich gar keine Lust mehr, das Ganze zu lesen. Ich weiß überhaupt gar nicht, was darunter geschrieben wurde. Und naja, wie auch immer. Auf jeden Fall, meine lieben Geschwister, habe ich dann so mit der Angst zu tun bekommen, habe immer weniger Bibel gelesen, immer weniger gebetet und immer mehr geschaut auf YouTube, was gibt es jetzt Neues zu dem Thema, wie weit ist einfach alles, ja, das hat mich total belastet. Dann habe ich gebetet und ich habe gesagt, Herr, ich habe Angst und ich kann nicht mehr, ich habe keinen Frieden, ich habe Panik, bitte Herr, sprich du, nicht morgen, nicht übermorgen, sondern jetzt zu mir. Und das war ganz interessant, meine lieben Geschwister, und das, was der Herr zu mir gesagt hat, das würde ich euch jetzt gerne zeigen. Wie ihr wisst, lese ich normalerweise immer aus der Schlachter, doch jetzt hier habe ich die Luther-Übersetzung. Meine lieben Geschwister, ich habe die Bibel genommen, einfach nur aufgeschlagen. Ich wollte jetzt nicht irgendwelche Verse nehmen, wo ich schon weiß, wo sie stehen, ja, und was sagt der Herr hier und da, sondern ich wollte einfach nur aufschlagen und schauen, was sagt der Herr jetzt in diesem Moment zu mir. Und ich weiß, mein Papa, der lässt mich nicht hängen. Der lässt mich nicht im Stich und er wird zur richtigen Zeit das Richtige geben. Meine lieben Geschwister, das ist so wundervoll gewesen, so wunderbar. Und dies würde ich gerne mit euch teilen. Ich habe aufgeschlagen, einfach nur so. Johannesevangelium, Kapitel 14. Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, dann hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, um euch einen Platz vorzubereiten. Und wenn ich hingehe und euch einen Platz vorbereitet habe, dann will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Und wo ich hingehe, das wisst ihr. Und den Weg wisst ihr auch. Thomas sagte zu ihm, Herr, wir wissen nicht, wo du hingehst. Und wie können wir den Weg wissen? Jesus sagte zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Wenn ihr mich erkannt hättet, dann hättet ihr auch meinen Vater erkannt. Und von nun an kennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Philippus sagte zu ihm, Herr, zeige uns den Vater und es genügt uns. Jesus sagte zu ihm, so lange bin ich bei euch und du kennst mich nicht, Philippus. Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Meine lieben Geschwister, ich schlage es nochmal auf, ja. Ich hatte Angst gehabt und habe den Herrn angerufen. Und was sagt er als allererstes zu mir? Euer Herz erschrecke nicht, meine lieben Geschwister. Unser Herz soll sich nicht erschrecken, sondern wir sollen glauben. Und an so vielen anderen Stellen, wo der Herr sagt, fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Und einer meiner Lieblingsverse ist Josua Kapitel 1, Vers 9, wo der Herr spricht, hab ich dir nicht geboten, dass du stark und mutig sein sollst? Denn ich, der Herr, dein Gott, bin mit dir, überall, wo du hingehst. Meine lieben Geschwister, das sind wunderbare Verse, die wir für uns in Anspruch nehmen dürfen, die wir in Anspruch für uns nehmen sollen. Und darauf sollen wir bauen, darauf sollen wir vertrauen. Ich bitte euch, lasst die Finger von diesen Medien. Füllt eure Herzen nicht mit Corona, nicht mit, weiß ich nicht, was es da noch so alles gibt, ja, die neue Weltordnung und so weiter und so fort. Weil automatisch, wenn wir unsere Herzen damit füllen, wir werden keine gute Frucht bringen. Werden wir nicht
Denn aus Schlechtem kann nichts Gutes entstehen. Und wenn wir unser Herz nur mit Schlechtem füllen, dann ist es unmöglich, meine lieben Geschwister, dass etwas Gutes daraus entstehen kann. Dass etwas Gutes aus unserem Mund herauskommt. Und ich sehe so viele Christen, die sich mit diesen ganzen Dingen beschäftigen. Und du siehst einfach, wie sie in die Irre gehen. Und es tut mir so leid. Und ich habe ja selbst am eigenen Leib gespürt, ja. Ich habe mich kurz damit beschäftigt und der Teufel hat mich direkt in seinen Bann gezogen. Was ist passiert? Ich habe nicht mehr die Bibel so gelesen, wie ich es sonst tue. Ich habe nicht mehr so gebetet, wie ich es sonst tue. Ich hatte dem Herrn nicht mehr so vertraut, wie ich es sonst tue. Hab gedacht, ich muss selbst jetzt aufstehen und kämpfen. Wobei der Herr doch sagt, sei still und lass mich kämpfen. Also was haben wir getan, meine lieben Geschwister, meine Frau und ich? Wir haben heute gemeinsam Buße getan. Wir haben Buße über diese ganze Situation getan, womit wir unser Herz gefüllt haben. Und das hat richtig gut getan, mit einem zerbrochenen Herzen weinend vor dem Herrn Jesus Christus zu treten und zu sagen, Herr, es tut mir leid, dass ich mein Herz mit so viel Müll, mit so viel Finsternis gefüllt habe. Und dieses Video ist jetzt auch nicht für Christen, die meinen, ja, wir müssen uns verteidigen, wir müssen jetzt aufstehen und wir müssen das und das machen. Dieses Video ist für die Christen, die kleine Lämmer sind, kleine Schäfchen sind und die den Herrn für sich sprechen lassen wollen, die den Herrn kämpfen lassen wollen für sich. Nur für diese Christen, nur für diese Geschwister ist dieses Video. Und ich hoffe, meine Lieben, dass dieses Video euch ein wenig erbauen konnte, ermutigen konnte und immer daran denken, was der Herr gesagt hat. Euer Herz erschrecke nicht. Das ist ganz wichtig. Und noch ein Kapitel, das ich jetzt nicht vorlesen werde, aber diese Lutherbibel ist etwas anders hier. Auf jeden Fall habe ich hier noch ein Kapitel, das der Herr mir auch aufs Herz gelegt hat. Und das möchte ich euch einfach mit auf den Weg geben. Das könnt ihr selbst lesen, meine lieben Geschwister. Tut dies, aber bitte unter Gebet. Also während dieser ganzen Panik, während dieser ganzen Angst und wo wir uns von dem Herrn entfernt haben, da habe ich das auch getan, ja, dass ich die Bibel einfach aufgeschlagen habe und gesagt habe, Herr, sprich du doch jetzt einfach ganz klare Worte zu uns. Also zu meiner Frau und zu mir. Denn diese Angst, diese Panik, die hat ein totales Chaos bei uns zu Hause verursacht. Es hat Streit zu Hause verursacht, ja. Wir hatten keinen Frieden mehr gehabt. Es war Wahnsinn, das war eine Katastrophe. Und dann habe ich gebetet und habe gesagt, Herr, bitte, sprich du jetzt, hier und jetzt, denn wir brauchen dich hier und jetzt. Ich habe aufgeschlagen und der Herr hat Jakobus Kapitel 4 gegeben. Und das hat uns am Ende des Tages dann auch zur Buße geführt. Wir haben dieses Kapitel, ich weiß nicht, insgesamt 10-mal bestimmt gelesen, ja, mehrere Tage hintereinander, haben auch darüber gesprochen. Und heute hat der Herr uns zu erkennen gegeben. Und jetzt haben wir, dank dem Herrn, wieder Frieden in unserem Haus, Frieden in unserem Herzen. Meine lieben Geschwister, lasst uns aufpassen, dass wir dem Teufel keinen Raum in unserem Herzen geben. Denn wenn wir dies tun, füllen wir unser Herz mit Finsternis. Und wenn unser Herz dunkel ist, dann haben wir nicht Jesus in unserem Herzen. Denn in ihm ist keine Finsternis, steht geschrieben. Lasst uns freuen, Freude an dem Herrn haben. Denn nur wenn wir auf ihn bauen, auf ihn vertrauen, dann wird er auch wirken können in unserem Leben. Aber wenn wir uns die ganze Zeit vollpumpen mit dem ganzen Dreck, der in den Medien läuft, den ganzen Meinungen von irgendwelchen Wissenschaftlern, die doch eigentlich unseren Herrn verleugnen, was soll daraus entstehen? Nichts, meine lieben Geschwister. Zumindest nichts Gutes. Lasst uns alle ins Gebet gehen und lasst uns fest im Herrn sein, denn das hier ist eine Prüfung, meine Lieben. Es ist eine Prüfung. Und wenn wir diese Prüfung schon nicht bestehen, wie wollen wir die Verfolgung bestehen? Das heißt nicht, dass wir keine Angst haben dürfen. Wir sehen in der Schrift ganz klar, dass die Christen Angst hatten. Sie wurden verfolgt, sie wurden ermordet, ja. Wir sehen, wie Petrus Angst hatte, als er den Herrn 3-mal verleugnet hat. Es ist okay, wenn man mal Angst hat. Aber mit dieser Angst dann nicht in die Welt laufen, sondern wenn uns mal wieder die Angst packt, dann einfach zum Herrn gehen. Und sagen, Herr, drück mich ganz fest. Du hast mir gesagt, ich brauche mich nicht zu fürchten. Hier bin ich. Nimm mich in deine Arme. Ganz fest, Herr Jesus.
und zeige mir, dass du da bist. Meine lieben Geschwister, der Herr ist so gut und er lässt die Seinen nicht allein. Das müssen wir wissen. Wir haben einen lebendigen Gott. Und jetzt ist einfach mal ein Moment, wo unser Glaube, dem wir immer so lautstark verkünden und bezeugen, jetzt wird dieser Glaube auf die Probe gestellt. Ob wir auch im Glauben sind, wenn wir mal keinen Sonnenschein haben, sondern wenn es anfängt, dunkel um uns herum zu werden. Gebe der Herr uns viel Kraft, viel Weisheit und viel Liebe, um dies alles hier gut durchstehen zu können. Danke fürs Zuschauen, meine lieben Geschwister. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Gottes Segen. Shalom.